Am 22. Juli ist Prinz George 10 Jahre alt geworden. Noch versuchen seine Eltern Prinz William und Prinzessin Kate, ihm eine möglichst unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. Trotzdem steht schon heute fest, dass Prinz George eines Tages den britischen Thron besteigen wird. Das sorgt dafür, dass sich in seinem Leben in 2 Jahren gewaltig etwas ändern wird. Gemeinsame Flugreisen mit seinem Vater sind dann tabu. Die strikte Regel, dass Prinz William und Prinz George ab dessen 12. Geburtstag nicht mehr gemeinsam fliegen dürfen, soll die Thronfolge sicherstellen. Der Grund? Nach Prinz William ist sein Sohn George Nummer 2 in der Thronfolge. Wenn er nun gemeinsam mit seinem Vater bei einem Flugzeugabsturz verunglücken würde, könnte das die Zukunft der Monarchie gefährden.